Damen und Herren, hier steht sehr geehrter Herr Dr. Linnemann, lieber Carsten, sehr geehrte Frau Blank, sehr geehrter Herr Professor Südekum, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal und auch vor den Bildschirmen, denn wir machen heute eine der ersten präsenten Veranstaltungen wieder im Corona-Format in Berlin, aber es ist eine hybride Veranstaltung und deswegen begrüße ich auch diejenigen von Ihnen, die an den Bildschirmen zuschauen. Ich freue mich, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen noch mitten in der Corona-Krise diese zukunftsweisende Veranstaltung machen können. Unsere Welt ist ein Stück weit verändert durch Corona, das wissen wir alle. Es gab eine Vollbremsung in der globalisierten und hochgradig vernetzten Welt, Restaurants, Theater, Kinos, Läden, Fabriken, Dienstleistungsbetriebe, alles musste vorübergehend schließen, Wertschöpfungsketten waren unterbrochen, das internationale Wirtschaftsleben ist anders gewesen, als es vorher war. In Deutschland, glaube ich, ist es mit den Anstrengungen von Bund und Ländern bis jetzt gelungen, die Folgen der Pandemie bestmöglich abzufedern. Wir stehen auch im internationalen Vergleich gut da. Rettungsschirme, Hilfsmaßnahmen, Konjunkturpakete in Milliardenhöhe haben unser System der Gesundheit krisenfest gemacht, Menschenleben und Existenzen gesichert und die Wirtschaft in unserem Land gestützt. Die ersten Wirtschaftsprognosen haben im März dieses Jahres einen Rückgang des BIP von bis zu 20% vorhergesagt. Das war eine IFO-Prognose. Stattdessen erwarten wir jetzt für 2020 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 5,8%, etwa vergleichbar mit der Finanzkrise 2009, aber natürlich ein herber Einschnitt, den wir alle jeden Tag sehen. Es war auch wichtig, dass wir diese Maßnahmen steuerlich ergänzt haben. Unzählige Erleichterungen für Betriebe und Unternehmen sind geschaffen worden, Zahlungserleichterungen bei den Vorauszahlungen, Fristverlängerungen, vorgezogene unterjährige Verlustrückträge. Das alles hat geholfen, Liquidität in den Unternehmen zu lassen, wo sie in diesen Monaten auch dringend bleiben musste. Krisen haben aber eben auch immer Chancen und Chancen bieten Gelegenheiten, etwas grundsätzlich zu verändern. Und ich glaube, dass im Bereich der Steuern Deutschland eine grundlegende Veränderung benötigt. Wir haben im internationalen Kontext zu tun mit Steuerreformen in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, in Großbritannien, an anderen Stellen. Unsere Wirtschaft ist hochgradig exportorientiert, enorm vernetzt und wir müssen schon darauf aufpassen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir schnell und vielleicht auch schneller als andere aus der Krise kommen, ob nicht auch die Steuergesetzgebung und unser Steuersystem dabei eine hilfreiche Unterstützung sein kann. Das, was vor Corona möglicherweise schon richtig war, wird durch Corona eher noch richtiger. Und deswegen glaube ich, dass es sich lohnt, über die Steuer im Zusammenhang mit der Aufstiegsgeschichte Deutschlands, die wir nach Corona alle miteinander erstreben, zu sprechen lohnt. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute ein dafür, finde ich, tolles Podium haben. Carsten Linnemann, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ihr habt schon 2019 erhebliche Vorschläge für eine Steuerreform gemacht. Viel mehr wird erdacht. Das ist, glaube ich, wirklich gut, dass wir gerade darüber reden. Eva Blank aus der Praxis, Vorsitzende der Jungen Unternehmer in Nordrhein-Westfalen. Auch schön, dass Sie hier da sind, denn wenn nur Politik mit Wissenschaft redet oder Wissenschaft mit Politik und niemand redet mit denen, die das Wirtschaftsleben eigentlich ausmachen, dann werden wir schnell gemeinsam dazu neigen, Fehler zu machen. Das sollten wir vermeiden. Und um Fehler zu vermeiden, brauchen wir aber auch dringend den Rat aus der Wissenschaft. Und deswegen, lieber Professor Südekum, herzlichen Dank, dass Sie uns den heute geben. Lassen Sie uns nach vorne gucken, lassen Sie uns vielleicht gemeinsam über neue Ideen und neue Wege sprechen, wie Deutschland nach Corona mit steuerlichen Maßnahmen resilient bleibt und vielleicht noch besser aus der Krise kommt. Herzlichen Dank, ich freue mich auf einen angenehmen Abend.
Vielen Dank für Ihr Entree, Herr Minister Lienkämper. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schön, Sie alle gesund hier zu sehen in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. Also, wie wettbewerbsfähig ist die deutsche Wirtschaft in und nach Corona? Wir sind ja noch mittendrin, also nach Corona ist im Grunde genommen noch die Zukunftsmusik. Was kann helfen? Eine These wäre steuerpolitische Impulse für ein resilientes Deutschland. Das wird heute Abend der Versuch einer Antwort. Wir wollen sozusagen die Latte nicht zu hoch legen, aber wir wollen uns dennoch sehr bemühen, viel zu erreichen. Kurz zum Ablauf, sofern Sie ihn nicht schon wahrgenommen haben, wir eröffnen mit einer Keynote. Dann haben wir hier eine Debatte auf dem Podium, und zwar zwischen Politik, Unternehmensperspektive und Wissenschaft. Und dann würden wir gerne in eine Fragerunde mit Ihnen auch einsteigen, wenn Sie mögen. Ich darf Ihnen nun die drei Akteure des Abends vorstellen. Sie sind schon benannt worden von Minister Lienkämper. Die Presse bescheinigt ihm Unabhängigkeit, Eloquenz und eine glänzende Zukunft in der Politik. Dr. Carsten Linnemann, diese Zukunft hat schon angefangen, seit 2013 Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. 2009 wurde er Mitglied des Deutschen Bundestages mit nur 32 und hat seither auch den Wahlkreis Paderborn mehrfach direkt gewonnen. Der promovierte Volkswirt ist seit 2018, auch das wurde angesprochen, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Die Unternehmerperspektive liefert uns heute Abend Eva Blank. Die Betriebswirtin ist seit 2017 Vorsitzende der jungen Unternehmer in Nordrhein-Westfalen. Sie ist außerdem in der Praxis die stellvertretende Geschäftsführerin des Familienunternehmens Blank Asset Management KG. Willkommen auch Ihnen. Und was noch fehlt, ist die Stimme der Wissenschaft, haben wir auch angesprochen, Professor Jens Südekomm, der nicht nur seit 2014 Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ist, dort am Institut für Wettbewerbsökonomie. Er ist außerdem auch noch beratend tätig für das Bundesfinanzministerium und er sitzt im Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, außerdem noch Stationen in Konstanz, Mainz und Duisburg-Essen. So viel der Vorrede, meine Damen und Herren. Steigen wir also ein. Bitte begrüßen Sie für die Keynote des heutigen Abends Dr. Carsten Linnemann. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Lutz Lienkämper, lieber Herr Professor Südekomm, liebe Frau Blank, liebe Ines Ahland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir uns heute treffen und nicht am Montag oder Dienstag. Heute bin ich wieder besser drauf, weil ich habe ein Hobby und das ist Fußball und mein Verein ist der SC Paderborn. Ich bin dort seit 10 Jahren ehrenamtlich aktiv und wir hatten am Montag ein ganz schlimmes Spiel gegen den Hamburger SV. Wir haben zwischenzeitlich 2-0 zurückgelegen, dann 3-2 geführt und am Ende 4-3 verloren. Aber das ist jetzt ein paar Tage her, insofern geht es mir jetzt besser. Ich freue mich auch richtig auf diesen Abend, weil wir zwar über Corona im Lichte der Wirtschaft reden, aber auch über Reformen, über die Zukunft und nicht nur über die Tagespolitik. Insofern vielen Dank, lieber Lutz Lienkämper, für diesen Rahmen. Ich mache es kurz, ich spitze hier und da zu. Ich freue mich auch besonders auf Professor Südekomm, der auch immer wieder spricht, damit Sie Spaß haben und wir alle nach Hause gehen und das Gefühl haben, wir haben etwas mitgenommen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, ich hätte mir nie hätte vorstellen können, dass ich mal Mitglied des Deutschen Bundestages bin, wo über eine gewisse Zeit Spielregeln, Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft von der Politik knallhart ausgesetzt werden. Dass die Berufsfreiheit ausgesetzt wird in verschiedenen Bereichen. Vor allen Dingen während des Lockdowns hätte ich mir nie vorstellen können. Trotzdem war es richtig. Die Regierung hat richtig gehandelt, weil wir nicht wussten, wie es um dieses Virus bestellt ist. Bis heute lernen wir jeden Tag hinzu. Und deshalb war es auch richtig, dass die Bundesregierung faktisch eine Teilhaftung übernommen hat, indem sie die Dinge umgesetzt hat, die Lutz Lienkämper eben gesagt hat, über Sofortprogramme, Überbrückungsprogramme, Kurzarbeitergeld bis hin zum Thema Rettungsschirme für Kreditversicherer, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und vieles mehr. Aber auch das war richtig, weil wir dadurch natürlich heute zumindest das Gefühl haben, wir wissen noch nicht abschließend, wie schwerwiegend diese Krise ist, muss ich zu meiner Schande gestehen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass wir die Krise überwunden haben. Ich glaube, dass wir das zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen können, ökonomisch gesehen. Gesundheitlich sind wir, glaube ich, weiter vom Lerneffekt. Aber wir haben einfach eine Situation heute, dass wir uns die Frage stellen müssen, ökonomisch, wie geht es weiter?
wenn Sie mich fragen, so als Bundestagsabgeordneter, ist das so, dass ich jetzt seit Wochen faktisch jeden Tag mit der Intensivstation der deutschen Wirtschaft, wenn ich das so sagen darf, in Kontakt stehe. Ich telefoniere jeden Tag 10 bis 15 Mal mit Firmen, die gebeutelt sind, auch aufgrund meiner Funktion als Vorsitzender der Mittelstandsunion. Und ich finde, man kann haarscharf die drei Bereiche einteilen, die im Moment unter Druck stehen. Der erste Bereich, das sind wirklich Branchenbereiche, die faktisch auf dem Boot unterwegs sind, um es mal bildlich auszudrücken, die das Ufer nicht sehen und Eigenkapital verbrennen, weil sie völlig abhängig sind von einem normalen Leben. Dazu zählen Veranstalter, Schausteller, Messebauer, große Teile des Tourismus, große Teile des Hotelwesens, gerade im Businessbereich, in großen Städten, aber auch Solo-Selbstständige, Kulturschaffende, Dienstleister, die brauchen einfach eine Perspektive. Und für die haben wir natürlich viel gemacht im Soforthilfeprogramm und vieles mehr. Wir können auch gerne im Detail gleich nochmal reden. Aber das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe ist die, wo es bereits einen Strukturwandel gab, der jetzt nochmal durch Corona befeuert wird, beschleunigt wird. Stationärer Handel, schönes Beispiel. Amazon plus 30% in den letzten 5-6 Monaten, Umsatz plus, der stationäre Handel minus 16%. Und die neuen psychologischen Studien sagen, wenn ein Mensch 10 bis 12 Wochen eine neue Verhaltensweise ausübt, adaptiert sie das neue Verhalten. Das heißt mit anderen Worten, dass viele Menschen, ich will das gar nicht kritisieren, sondern nur beschreiben, berichten, das hat natürlich Auswirkungen für den stationären Handel, aber viele Menschen werden online verstärkt einkaufen im Vergleich zu vor der Krise. Dadurch entsteht natürlich ein unglaublicher Druck für den stationären Handel. Ich könnte Ihnen andere Bereiche nennen, Automobilindustrie, vieles mehr. Ich möchte es aber dabei belassen. Auch hier haben wir viel gemacht im Bereich Kurzarbeitergeld und anderen Dingen. Die Gefahr ist natürlich, dass dieser Strukturwandel nicht verschlafen werden darf. Ich möchte da auch nicht besserwisserisch tätig sein. Das ist Aufgabe der Unternehmen. Aber trotzdem stehen die natürlich sehr unter Druck. Und der letzte Bereich, der ist hochgradig interessant. Das erlebe ich sehr stark auch im Tourismusbereich, auch im Hotelbereich, wo die Hoteliers, ob die Maritimkette, die Dorinth-Kette, die Lindner-Kette, wenn sie mit den Chefs reden, wo sie genau spüren, na, entsteht hier ein Strukturwandel, weil die Firmen mehr und mehr mit den Videokonferenzen arbeiten. Und die stehen natürlich enorm unter Druck, weil sie wissen, da gibt es jetzt einen Strukturwandel. Die Welt nach Corona wird eine andere sein als die Welt vor Corona. Und dort können wir gleich gerne drüber sprechen, was kann die Politik tun. Ich persönlich setze mich dafür ein, dass die Gläubiger zumindest sich an einen Tisch setzen und miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass der Staat natürlich Einfluss nimmt auf dieses Gespräch. Aber diese Gespräche finden mir zu wenig in Deutschland statt und das sollte man befeuern. Diese Woche, das ist eigentlich eine Punktlandung heute, auch dieser Tag, es wird in den Medien oft falsch wiedergegeben. Ab heute gibt es wieder eine Insolvenzantragspflicht für Unternehmen, die zahlungsunfähig sind, die illiquide sind, die Rechnungen nicht bezahlen können. Nicht für Unternehmen, die überschuldet sind, weil sie einen KfW-Kredit haben. Dort, finde ich, ist die Verlängerung, die die Bundesregierung beschlossen hat, richtig. Aber wenn ein Unternehmen jetzt wirklich nachhaltig nicht mehr liquide ist, weil es wahrscheinlich oder vermutlich schon vor der Krise Probleme hatte, glaube ich, ist es richtig, dass man jetzt auch reinen Wein einschenkt und mal wieder zu einer Normalität kommen muss. Wenn wir immer diesen Termin weiterschieben und weiterschieben, dann besteht natürlich die Gefahr, dass diese Unternehmen, auch Lieferanten und andere, mit in den Abgrund schieben. Das heißt, wir stehen ökonomisch, das ist meine These, die ist hart, aber ich sag's einfach mal, glaube ich, nicht auf dem Berg, sondern vielleicht vor dem Berg oder in der Mitte des Berges. Auf jeden Fall sind wir nicht über dem Berg hinweg. Und das Gute an dieser Veranstaltung ist, dass wir jetzt heute Abend wirklich über die Zukunft reden. Wir erwarten, ich meine, das muss auch mal die Politik aussprechen, die Politik kann den Branchen, den Unternehmen, den Strukturwandel, die Bewältigung des Strukturwandels nicht abnehmen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Wettbewerbsgleichheit, die gleichen Rahmenbedingungen da sind, dass wir auch unterstützen, dass wir denen keinen Stein in den Weg legen, dass wir entlasten, nicht belasten, dass wir nicht immer mehr Bürokratie schaffen. Alles richtig, aber am Ende müssen die Unternehmen diesen Wandel selbst schaffen. Und das gilt auch für uns Politiker. Wir, glaube ich, brauchen im nächsten Jahr einen Wahlkampf, der sich gewaschen hat unter den Parteien. Wer hat die besten Ideen, um die Zukunft dieses Landes zu gewinnen? Und normalerweise ist es so, dass man angesprochen wird von Bürgern, von Unternehmern,
die haben eine Idee, die kommen auf einen zu und die erste Reaktion eines Politikers, da nehme ich mich gar nicht raus, ist, das geht nicht, weil das, das, das. Und diese Antwort, das geht nicht, weil, finde ich, darf es nach dieser Krise nicht mehr geben. Ich meine, der Durchbruch bei den Videokonferenzen, beim Homeoffice und bei vielem mehr, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, hat gezeigt, finde ich, dass auch etwas geht. Natürlich muss man dann nachbessern, auch beim Thema Homeoffice, und dann natürlich muss es Regeln geben. Aber dass wir jahrelang darüber diskutiert haben, welche Schreibtischhöhe entscheidend ist, welcher Lichtanfall, wie der Schreibtisch stehen muss, zum Lichtblick, zum Winkel, war völlig übertrieben. Und ich finde, diese Krise zeigt, dass man da mutiger vorangehen muss und den Menschen, finde ich, auch mehr Eigenverantwortung zutrauen muss. Damit sind wir beim Thema Zukunft, viele Bereiche. Wir reden heute vor allen Dingen auch über das Thema Steuern. Die letzte Steuerreform in Deutschland ist 12 Jahre her. Das war das Jahr 2008. In meinem Jahr 2008 gab es auch die Rente mit 67, die Herr Müntefering durchgesetzt hat. Damals haben wir die Körperschaftssteuer von 25 auf 15% gesenkt. Wir haben noch viele weitere Dinge gemacht. Aber danach, 15 Jahre lang, hat die Union im Kern keine grundsätzliche Steuerstrukturreform mehr umgesetzt. Das ist einfach beschreibend gemeint. Wir haben viel gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen keine Steuern erhöhen. Haben wir, glaube ich, zum großen Teil auch geschafft. Meine Fraktion hat gesagt, dass wir mit dem Geld auskommen wollen, was wir einnehmen. Haben wir auch geschafft. Gegen Widerstände übrigens aller Parteien im Deutschen Bundestag. Das war nicht auch deskriptiv. Es war aber so. Heute sind wir froh, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil wir heute das Geld zur Verfügung haben, um jetzt zu unterstützen. Fast 55% aller Gelder, die in ganz Europa länderspezifisch ausgegeben werden, zur Stützung der Wirtschaft, 55% von allem, werden nur in Deutschland ausgegeben. Daran sieht man, welchen Wohlstand wir uns in den letzten 10 Jahren erarbeitet haben. Das hing natürlich auch mit den niedrigen Zinsen zusammen, aber wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren gezeigt, dass man durch Wachstum die Schuldenquote senken kann, Spielräume schafft, um dann nach vorne zu schauen. Daneben haben wir, glaube ich, finde ich auch ganz gut, das meine ich auch parteiübergreifend, Herr Scholz setzt da jetzt auch an, das Thema auch Nordrhein-Westfalen, auch Lutz Liebenkemper und alle, das Thema nationale bzw. internationale Steuervermeidung sind wir angegangen, wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, aber ich finde, vor dem Umstand, dass es schwierig ist, international was zu erreichen, finde ich, sind wir da sehr weit vorangekommen, können wir gleich gerne vertiefen, aber Stichworte BEPS, internationaler Datenaustausch, Country by Country Report, oder dass wir jetzt auch die Patentboxen, Riesenproblem, wo Steuern kleingerechnet werden in Europa, in Ländern, wo eigentlich der Steuersatz höher ist, weil Patentgebühren ins Ausland fließen, die werden verboten, vieles mehr. Ich glaube, das war erfolgreich, aber eine Steuerstrukturreform in Deutschland gab es nicht mehr. In der Welt gab es die, auch das klang eben an. Die USA sind auf 21% zurück bei den Unternehmenssteuern, im Körperschaftssteuerbereich Großbritannien 17%, auch andere Länder. Wir sind bei roundabout 30%, 15% Körperschaftssteuer plus Gewerbesteuer plus Soli. Meine These ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir 2 Dinge. Bei der Unternehmenssteuerreform A, ich bin für eine Senkung der Unternehmenssteuern auf maximal 25%. Da gibt es 2 Wege. Entweder man geht über die Körperschaftssteuer und senkt sie, das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Oder der andere Weg, der wird ein bisschen komplizierter, ist aber auch sehr interessant, können wir auch gerne vertiefen, man geht über die Gewerbesteuer. Und zweitens brauchen wir Steuerstrukturreform. Was mich sehr ärgert ist, dass dieses Land eigentlich groß geworden ist, wenn man ganz ehrlich ist, durch die Personengesellschaft, durch die Familienunternehmen, wo Haftung und Handlung wirklich in einer Hand liegt. Und diese Personengesellschaften werden mit der Einkommensteuer besteuert und nicht so wie Kapitalgesellschaften. Und deswegen sind sie häufig, werden sie höher besteuert als Kapitalgesellschaften. Ich finde, das geht nicht. Und da setzen wir uns ein für ein Optionsrecht, für ein Optionsmodell, dass Personengesellschaften auch so besteuert werden können wie Kapitalgesellschaften. Und wir brauchen eine Rechtsformneutralität. Und ein anderes Beispiel für eine Strukturreform ist die Finanzierungsneutralität, dass natürlich Eigenkapital nicht schlechter gestellt werden darf als Fremdkapital. Und abschließend vielleicht so ein bisschen mein Herzensthema, ich hoffe, dass wir darüber gleich auch streiten, das ist natürlich eine Einkommensteuerstrukturreform. Ich weiß gar nicht, wo der Freibetrag, Grundfreibetrag im Moment liegt, bei 9.000 noch irgendwas. Danach geht ja der Steuertarif richtig steil nach oben.
Das heißt, wirklich die kleineren und unteren Einkommen werden überproportional durch den sogenannten Mittelstandsbauch belastet. Und der Spitzensteuersatz greift irgendwo ab 56.000, 57.000 Euro in Deutschland. Das finde ich auch viel zu niedrig. Der muss viel später greifen. Der Seeheimer Kreis hat ja dieses Thema von der SPD auch aufgenommen. Und ich finde, hier müssen wir meines Erachtens auch ran. Gleichwohl will ich trotzdem ganz abschließend auch eine ehrliche Meinung sagen. Das Thema Steuern ist sehr wichtig und wir sollten auch darüber gleich streiten, was der richtige Weg ist. Aber trotzdem ist natürlich das andere Thema, Freiräume zu schaffen für Unternehmertum, für Start-ups. Dass Start-ups in den ersten ein, zwei Jahren nicht 90% gefühlt Bürokratie machen und 10% Business, sondern 90% Business und 10% Bürokratie. Oder dass wir mal was ausprobieren. Wir versuchen jetzt im Bund immer mehr Experimentierklauseln an die Gesetze zu heften, dass einfach mal in bestimmten Regionen Deutschlands experimentiert wird. Das ist mal eine Videosprechstunde in Baden-Württemberg beispielsweise, haben wir das jetzt ausprobiert, mit dem Arzt gibt. Und wenn wir sehen, das funktioniert, dann rollen wir das in Deutschland aus. Also diese ganzen Themen sind mindestens genauso wichtig wie die Steuerthemen. Und ich glaube, auch das, oder dass wir mal was gehört, ausprobieren, zur Wahrheit dazu. Im Bund immer mehr experimentieren. Ich freue mich auf den Abend und hoffe, dass ich auch ein paar Impulse bekomme. Da der neue Parteivorsitzende der CDU oder der neue Kanzlerkandidat der Union, der muss ja auch ein Wahlprogramm schreiben. Und deshalb hoffe ich, dass ich heute ein paar Impulse bekomme und dass wir die dann ins Wahlprogramm reinschreiben. Dann waren wir alle nicht umsonst hier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gehen wir es an. Mögen Sie vielleicht gleich noch einen Platz weiterrutschen, vielleicht auf den zweiten mit dem Mikro. Frau Blank, Herr Professor Südekum, wollen Sie auch sozusagen die große Stufe nehmen, aber Sie nehmen bitte, Frau Blank, diese. Hervorragend. Dürfen Sie gerne haben? Ja. Ich habe eins, man hat mir eins umgebunden. Eingangs muss ich Sie jetzt fragen, Sie haben sich hoffentlich bis 23 Uhr etwa freigehalten für uns, denn die Agenda, die hier gerade benannt wurde, verlangt von uns natürlich einen intensiven Austausch. Da war ganz viel drin. Ich fürchte, wir können nur Teile davon streifen, aber wir versuchen es. Frau Blank, jetzt hat Herr Lindemann einige Vorlagen gemacht und sozusagen der Kern, wenn wir jetzt beginnen quasi mit einer kleinen Zwischenbilanz Corona, wie ist es gelaufen bisher? Der Kern dessen war, die Politik hat alles richtig gemacht, also das meiste. Jetzt müssen Sie sofort widersprechen. Ja, muss ich tatsächlich. Also wenn ich, es gab bei uns im Verband mehrere Umfragen. Wir sind mittlerweile, haben sagt jedes fünfte Unternehmen, dass sie nicht wissen, ob sie bis Ende des Jahres weiter existieren. Da stellt sich die Frage, Südkorea hat gar keinen Shutdown gemacht, weil sie es nicht gebraucht haben, weil sie von Anfang an andere Maßnahmen ergriffen haben. Warum haben wir uns das bei denen nicht abgeguckt? Die waren zwei Monate vor uns dran. Wir hatten genügend Zeit, uns das abzuschauen. Die gesamten Wissenschaftler haben auch schon seit Jahren vorher gesagt, es wird eine Pandemie geben. Die Leute reisen mehr. Wir haben in den letzten 20 Jahren alle fünf Jahre irgendwas gehabt. SARS-CoV-1, MERS, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Es war klar, dass es irgendwann auch stärker uns treffen wird. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet. Und dann einen Lockdown zu machen, der uns so hart im Mark erschüttert, ist wirklich ein Problem. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, wir wissen ja noch gar nicht, wie das dann in der Konsequenz wirklich aussieht. Es kann sein, dass sich viele Unternehmen bis Ende des Jahres langsam wieder erholen. Es wird auch besser, aber wie hoch die Arbeitslosenquote dann aussehen wird, das werden wir jetzt demnächst sehen. Das war eine umfassende Kritik, die sowohl das gesellschaftliche Management als auch sozusagen ganz konkret die Maßnahmen angeht. Wir sammeln mal, Herr Dr. Lindemann, jetzt kommt noch Professor Südekum hinzu, der Sie auch nicht schonen wird. Das Richtige tun in der Krise, das ist ja das Schwerste für die Politik, weil die am Ende dann gemessen wird, spätestens am nächsten Wahltag. Aber wenn wir mal sagen, was versucht worden ist und was Herr Scholz so schön als die Bazooka rausholen bezeichnet hat, also wenn wir das jetzt mal als Basis nehmen und zu sagen, ich versuche mit der Maßnahme Liquidität zu geben Unternehmen, hier quasi das Schlimmste zu vermeiden, aus Ihrer volkswirtschaftlichen Perspektive, ist das gelungen? War das der richtige Ansatz oder was hätten Sie anders gemacht?
Nee, also ich glaube, im Großen und Ganzen hat Deutschland gegeben diese sehr unangenehme Situation. Natürlich, niemand hat sich darüber gefreut, aber hat Deutschland richtig reagiert. Ja? Und zwar sowohl in medizinischer als auch dann in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Denn jetzt nur praktisch sagen mit dem Lockdown, dass das alles falsch war. Ich meine, die Länder, die versucht haben, ohne Lockdown auszukommen, die stehen nur noch deutlich schlechter da als Deutschland. Also wenn ich mir die UK angucke, die es erst ohne versucht haben, oder Schweden. Also ich glaube, dieser scheinbare Widerspruch zwischen Wirtschaft und Gesundheit, das haben wir gelernt, den gibt es nicht. Also die Länder, die sich am intensivsten quasi um die gesundheitlichen Perspektiven gekümmert haben, die stehen dann auch langfristig wirtschaftlich relativ gesehen besser da. Auch wenn natürlich jetzt das BIP in Deutschland mit -5,8%, das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Aber ich glaube, jetzt wirtschaftspolitisch gesprochen, sind die Reaktionen, die gemacht wurden, wirklich beachtlich, vor allem auch, weil sie sehr schnell kamen. Was auch jetzt aus meiner Perspektive als Wissenschaftler sehr erfreulich war, ist, dass im Unterschied zur Finanzkrise es überhaupt nicht irgendwie so ein Gegeneinander von Politik und Wissenschaft gab, sondern es war eigentlich von vornherein, vom ersten Tag, ein sehr, sehr guter Diskurs zwischen der Bundesregierung und den ökonomischen Beratern, die ja dann auch im Großen und Ganzen dazu geraten haben, einerseits Liquiditätskredite sehr schnell auf den Weg zu bringen, die Soforthilfen für die Soloselbstständigen und so weiter. Und jetzt aber auch das Konjunkturpaket. Da ist Licht und Schatten, würde ich sagen, da können wir später drüber sprechen. Da sind jetzt einige Instrumente vielleicht besser als andere. Ja? Also ob die temporäre Mehrwertsteuersenkung jetzt wirklich das beste Instrument war, da kann man vielleicht ein Fragezeichen hintersetzen. Das wäre der Schatten. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das zeigen ja auch die Zahlen, ist Deutschland da sehr gut durchgekommen. Aber auch wenn jetzt die Meldungen allmählich zunehmen mit dem V, ja, und so einige Meldungen so sich anhören, so nach dem Motto Mitte 21, da gucken wir schon wieder, als ob nichts gewesen wäre, da war nicht davor, ja, weil so einfach wird es nicht sein. Wir haben zwar jetzt natürlich so eine natürliche Aufwärtsbewegung, im zweiten Quartal -10%, das ist ganz natürlich, dass jetzt im dritten Quartal es wieder ein Stück weit nach oben geht, aber wir haben natürlich jetzt langfristige Probleme. Die Bilanzen der Unternehmen sind nachhaltig beschädigt, entweder durch Fremdkapital, durch zum Beispiel KfW-Kredite oder durch aufgezehrte Eigenkapitalpolster, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern global. Das heißt, die Nachfrage nach den typischen deutschen Exportprodukten, ja, Ausrüstung, Maschinen, Investitionsgüter, die wird nicht so üppig sein in der Zukunft, wie das vormals der Fall war. Das heißt, also auch wenn wir jetzt im dritten Quartal schön rauskommen, also für die Jahre 2021, 2022 und fortfolgende, sehe ich eher eine gedämpfte Entwicklung, und da müssen wir eben überlegen, wie man und wie auch der Staat dann praktisch sich da in den Jahren dann aufstellt. Das müssen Sie dann dringend nochmal Herrn Minister Altmaier in Ihrem Beirat zurufen, der nämlich heute im Deutschen Bundestag bei der Einbringung seines Etats in der Haushaltswoche, die wir ja haben, gesagt hat: Freunde, wir erholen uns viel schneller. Aber das sozusagen beiseite gestellt. Also Herr Südekum hat Sie ein bisschen geschont, aber Frau Blank hat gesagt, ich bin nicht sicher, ob jedes fünfte von unseren Unternehmen am Ende des Jahres noch lebt. Also doch nicht alles richtig gemacht, Herr Dr. Linnemann? Das ist eine Umfrage, die kenne ich auch. Ich meine, vom IFO-Institut ist die, dass jedes fünfte Unternehmen Sorge hat, die Krise nicht zu überstehen. Ja, man muss nur wissen, das ist hier kein, wir reden hier nicht irgendwie über nationale Probleme. Wir reden hier über eine Pandemie weltweit. Und wir reden hier wirklich über die Frage, wie es in anderen Ländern läuft und wie es bei uns läuft. Natürlich kann man darüber streiten, ob der Lockdown zu spät war, zu früh. Also ich kann nur sagen, Südkorea, Seoul zum Beispiel, völlig abgeschottet worden. Ich finde, man muss sich das im Detail dann ansehen. Ich war am 28. Februar in Tokio und sollte am 5. nach Seoul fliegen mit einer Delegation der Fraktion, und wir durften nicht mehr rein. Ich habe das auch unterschätzt, gebe ich zu, das Virus, gebe ich wirklich zu. Wenn es einer nicht unterschätzt hat, soll er es sagen, aber ich gehörte dazu, und dann habe ich gemerkt, als ich im leeren Flugzeug zurückgeflogen bin, hier passiert was, und als dann Samstag darauf die Fußball-Bundesliga nicht mehr stattfand, dann habe ich spätestens gemerkt, dass jetzt hier irgendwas nicht mehr stimmt. Genau, und insofern waren wir ja alle, ich meine, hier sitzen auch Landtagsabgeordnete, wir waren ja alle total, Sie müssen sich das vorstellen, Frau Blank, es ist ja auch für mich, das ist ja eigentlich mit der menschlichen Vorstellungskraft gar nicht greifbar, was da passiert ist, so ein Lockdown. Die rufen ja wirklich dann einen Schausteller, weiß ich noch, am 15. März oder wann, oder irgendwann im März war ich bei Markus Lanz, und danach ruft mich ein Schausteller wirklich angetrunken an und ist fertig und sagt mir dann am Telefon, wie viel Geld er noch auf dem Sparbuch hat, wie hoch noch seine Lebensversicherung ist und wie viel Karussells er hat und wie er jetzt, so, da kriegst du wirklich Gänsehaut, weil ich sag mal, auch das gehört zur Ehrlichkeit, diejenigen, die die Entscheidung treffen, so wie ich auch, ich kriege sicher mein Geld am Ende des Monats, und deswegen bin ich auch im Moment so umtriebig, und auch die Landtagsabgeordneten und alle auch, nur ich finde, man macht es sich zu leicht, Frau Blank, indem man sagt,
da hat die Politik bei diesem Shutdown übertrieben. Da habe ich halt eine andere Meinung. Man müsste sich das jetzt mit Südkorea noch mal genau angucken. Ich glaube, so einfach ist das da nicht. Ich kann jetzt nur von meinem Beispiel selbst das sagen. Und wenn ich jetzt Deutschland vergleiche mit der Situation weltweit, sowohl ökonomisch als auch medizinisch, sind wir wirklich im Durchschnitt besser durch die Krise gekommen als andere. Man kann immer darüber streiten. Auch ich rege mich auf und denke, mein Gott, warum? Ich finde das ganz toll, dass Lutz Liebenkämper sagt, komm, wir machen diese Veranstaltung hier und zeigen auch als Politik, wir sind bereit, unter Hygienebedingungen wieder Veranstaltungen zuzulassen. Und ich freue mich auch über jeden Landrat und über jeden Bürgermeister, die Veranstaltung zulassen. Wir müssen wieder in das normale Leben unter Corona-Bedingungen zurück. Und ich ärgere mich auch, wenn draußen viele mit Maske und so weiter, weil ich sage, draußen ist die Ansteckungsgefahr so gering. Man kann ja über Details reden, aber im Kern war der Weg, meine ich, der gegangen wurde von der Bundesregierung richtig. Ja, aber die Frage ist ja, wenn Sie schon Seoul ansprechen, die haben lokale Shutdowns gemacht. Warum haben wir nicht die Maskenpflicht viel früher eingeführt und dann wirklich nur lokale Lockdowns? Gut, darüber kann man streiten. Das ist richtig, aber da kann man streiten. Dann, das stimmt, den Weg der Lokalen haben wir dann danach gemacht, des örtlichen. Völlig. Also es gibt tatsächlich ja keine gesellschaftlich gelernte Mentalität, das zu tun, anders als eben in Asien. Ja, und das ist das, was ich, und was das RKI dann hatte. Auch irgendwie dem Ganzen vorwerfe, weil ich sage, es wurde seit Jahren wird davor gewarnt, dass wir eine Pandemie bekommen. In der Tat, die Zoonosen nehmen zu. Wir werden auch damit rechnen, dass in den in 5 Jahren werden wir das nächste bekommen. Mit dem ganzen Impfstoff, das sehe ich noch kritisch. Wir haben vor 22 Jahren den Tuberkulose-Impfstoff vom Markt genommen, weil er zu hohe Risiken Nebenwirkungen hatte. Wir haben nach 22 Jahren immer noch keinen neuen. Tuberkulose ist sehr viel ansteckender als SARS-CoV-2. SARS-CoV-1 hatten wir, glaube ich, 2003. Wir haben immer noch keinen Impfstoff dagegen. Ich weiß nicht, bitte? Aber Medizin. Gegen SARS-CoV-1 oder Tuberkulose? Ja. Ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber ich glaube, wir haben da Medizin neuen, gegen. Aber gut. Ja. Gegen den neuen Tuberkulose, also die Tuberkulose hat sich ja variiert. Und gegen die neuen Virusstamm funktioniert Antibiotikum nicht. Und dadurch, dass die Antibiotikumforschung in den letzten Jahren auch zurückgefahren wurde, gibt es da nichts. Okay, bevor wir sozusagen zu sehr im Medizinischen, weil da ist sozusagen tatsächlich nicht unser gemeinsames Feld, aber Frau Blank, wir stehen jetzt vor einem heiklen Moment, nämlich vor dem Corona-Herbst, dem ersten Corona-Herbst und Winter, den wir angehen. 6 Monate Pandemie haben wir jetzt hinter uns. Wenn wir jetzt quasi bei dieser quasi Betrachtung einen Schritt weitergehen, zu sagen, was wäre jetzt aus Sicht von Unternehmen notwendig? Was wäre wünschenswert? Was wären die 1-2 Punkte, die Sie formulieren würden? Was meinen Sie jetzt mit um wirtschaftliche Existenzen zu retten? Ja, also wir brauchen, es wird ja jetzt diskutiert, ob es einen zweiten Lockdown gibt, kann ich Ihnen ganz klar sagen, dann landen wir so viel schneller in der Rezession, als wir alle gucken können. Also wir brauchen Maßnahmen, die, das ist ja das, was ich auch eben schon angesprochen habe, wir brauchen Maßnahmen, die langfristig funktionieren. Und dann wieder über einen zweiten Lockdown zu reden, das funktioniert nicht. Was wäre so eine langfristige Maßnahme aus Ihrer Perspektive? Ja, wir brauchen einfach mal einen gescheiten Pandemieplan. Wir werden auch, die nächste Pandemie wird kommen. Mhm. Ob die jetzt in 3 Jahren, in 5 Jahren oder in 7 Jahren kommt, aber sie wird kommen. Und wir brauchen einen Plan, wie wir langfristig mit so etwas umgehen, ohne jedes Mal die Wirtschaft zu schließen. Da müssen Sie sich dann irgendwie mal irgendwas überlegen und deswegen habe ich dieses Beispiel von Südkorea angesprochen, weil die das sehr viel besser kennen, die sind das gewöhnt und dass man sich das abschaut, wie handhaben das andere Länder. Und dann müssen wir jetzt, wir brauchen einfach mehr Spielräume, um zu investieren, aber das hatten Sie ja auch gerade schon angesprochen, die meisten haben entweder KfW-Kredite aufnehmen müssen oder ihr Eigenkapital aufgefressen. Also, und wenn dann von SPD und Grünen gefordert wird, jetzt noch die Vermögenssteuer einzuführen,
weiß ich ja gar nicht mehr, wie wir das zahlen sollen. Das werden wir im Wahlkampf nächsten Jahr erstmal mehrfach hören und dann wird der Wähler entscheiden, ob er diese Option für sich aufmachen möchte. Wenn wir quasi jetzt einen Schritt weitergehen und das, was wir heute leisten sollen, nämlich sagen, ein bisschen in die Zukunft gucken, was können wir gestalten, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, würde ich gerne Professor Südekum bringen und sagen, also angesprochen ist mehrfach von den verschiedenen Rednern des heutigen Abends bisher die Frage, gehen wir ran nach 12 Jahren, 2008 war die letzte, an so etwas wie eine tatsächlich umfassende Unternehmenssteuerreform. Jetzt könnten wir sagen, brauchen wir das? Und wenn ja, in welcher Form brauchen wir das? Vielleicht mal eine grundsätzliche Position von Ihnen dazu, wo wir dann aufbauen können. Ja, also ich glaube, die große Problematik der nächsten Jahre, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist eben eine relativ gedämpfte Nachfrage. Also ich finde es ganz schön, dass wir sagen, wir haben es mit 4 großen I-Problemen zu tun. Infektionen, das ist nicht unser Thema, Insolvenzen, Investitionen und das internationale Umfeld. Und die beiden letzten sind eigentlich entscheidend. Ja? Bei den Investitionen, auch wenn sich das BIP ganz gut entwickelt, die Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland sind um 18%, werden die nach unten knallen, 2020. Mhm. Und im Jahr 2021 um bloß ungefähr 6% nach oben gehen. Und international sieht es genauso aus, weil es ja ein globales Problem ist. Das heißt, das größte Problem wird sein, letztendlich auch ein Nachfrageproblem. Wer schafft quasi die Nachfrage auch für den klassischen deutschen Industriellen, ja, also fürs verarbeitende Gewerbe, irgendwo muss die Nachfrage ja herkommen. Und in der Situation, in der wir jetzt sind, geht es nicht anders, als dass der Staat auf absehbare Zeit expansiv bleibt. Ja, also wir sind jetzt nicht in der Situation zu sagen, wir müssen jetzt kurzfristig eine Konsolidierungs- und Sparpolitik betreiben. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht, wenn gleichzeitig quasi die Unternehmen nicht investieren wollen und das Ausland sich auch zurückhält. Deswegen, jetzt ist die Frage, wie macht man expansive Politik? Ja, man kann expansive Politik über Ausgaben und steigende Investitionen des Staates betreiben. Und das ist auch richtig und wichtig in vielen Bereichen. Man kann das aber natürlich auch über Steuersenkungen machen. Und da bin ich gar nicht dagegen. Es ist nur wichtig, wenn man expansive Politik über Steuersenkungen betreibt, dann muss was bei rauskommen. Was nicht geht, und da habe ich mich sehr gefreut über die Lektüre des Antrags von NRW im Bundesrat von 2018, da steht drin wörtlich, dass ein Einstieg Deutschlands in einen nominalen Steuersatzwettbewerb keine gute Antwort ist. Und das sehe ich ganz genauso, weil wenn es darum geht, bei expansiver Fiskalpolitik über Steuersenkungen dafür zu sorgen, dass das auch was bringt im Sinne, dass der Privatsektor, die Unternehmen dann auch mehr investieren, dann brauche ich zielgenaue Instrumente. Und einfach nur zu sagen, wir senken den Körperschaftssteuersatz, ist überhaupt nicht zielgenau. Das haben wir auch in den USA in Reaktion auf Trump gesehen, weil da natürlich viele Unternehmen sagen werden, ja, vielen Dank, ich erhöhe meinen Nachsteuergewinn und damit erhöhe ich die Dividenden, die auch gerne ins Ausland abfließen oder kaufe eigene Aktien zurück, um meinen Aktienkurs nach oben zu bringen. Da gibt es überhaupt keine Garantie, dass quasi ein gesunkener nominaler Satz zu mehr Investitionen führt. Und das kann man wunderbar in den USA studieren. Das heißt, wenn man expansive Fiskalpolitik braucht oder machen will, dann muss man das so machen, dass man eben die Unternehmen effektiv entlastet, aber eben nur dann, wenn sie auch tatsächlich investieren. Wie geht das? Zum Beispiel über günstigere Abschreibungsregeln, die steuerliche Forschungsförderung und viele andere Instrumente, die ja auch in dem Papier von NRW vorgeschlagen wurden. Also ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir dürfen dann nicht auf diese nominalen Sätze gucken. Ich meine, Unternehmen sind ja auch nicht doof, dass die nur praktisch nominale Sätze vergleichen und es dann heißt, der nominale Satz in Deutschland ist aber so hoch, da investieren wir nicht. Die gucken schon sehr genau hin, wie die Bemessungsgrundlage gestrickt ist und gucken auf die effektive Belastung. Und da gilt es anzusetzen, weil nur dann können wir auch dafür sorgen, dass eben so eine Steuerpolitik genau den Zweck erfüllt, den es soll, nämlich zu mehr Investitionen sorgen. Okay. Herr Dr. Lindemann, also da ist natürlich jetzt eine große Aufgabe für die Politik, weil er hat Ihnen ja schon mal ein bisschen die Hand gereicht, indem er sagt, ich bin nicht per se gegen Steuersenkung. Ist ja schon mal ein kleiner Punktgewinn für Sie. Aber jetzt müssen Sie ansetzen und sagen, was er jetzt gerne von Ihnen, von der Politik hätte, wäre sowas wie nachhaltige Steuerpolitik und nicht einfach zu sagen, also diese eine Steuer so runter und dann gucken wir mal, was passiert, wie es Herr Trump gemacht hat, wo es ja nicht so ganz doll geklappt hat. Also erstmal hat Herr Professor Südekum das auf die Unternehmenssteuern bezogen. Vielleicht reden wir gleich nochmal über die Einkommensteuer, nämlich auch mal gespannt, wie er das sieht. So, und bei den Unternehmenssteuern bin ich bereit, über Strukturreformen zu reden, die eine Anreizpolitik sozusagen machen. Mhm. Also in einer Krise beispielsweise degressive, aggressive Abschreibungsmodelle zu schaffen, finde ich richtig gut. Weil die müssen eigentlich in der Krise sein und dürfen nicht in Gutwetterzeiten sein, weil sie dadurch einen Anreiz schaffen zu investieren. Auch andere Dinge. Ich wäre auch bereit, das ist ein Thema, wo wir seit Jahren drüber reden, Lutz Lienkämper ist da viel besser drin als ich,
Es gibt seit Jahren eine Diskussion über die Gewerbesteuer. Also man könnte auch sagen, wir gehen jetzt nicht bei der Körperschaftssteuer runter, sondern man könnte sagen, die reformieren die Gewerbesteuer. Weil die Mittelständler regen sich über die Gewerbesteuer insofern auf, weil das ist keine richtige Ertragssteuer. Normalerweise ist es so in der Wirtschaft, du machst Gewinne und zahlst Steuern. Bei der Gewerbesteuer ist es so, da kannst du faktisch keine Gewinne machen, zahlst aber trotzdem Steuern, weil es eine Zurechnung gibt bei der Gewerbesteuer auf Zinsen, also mit Zinsen, Pachten, Mieten und so weiter. Und das ist ein Dorn im Auge des Mittelstandes. Und wenn man dann sagt, wir schaffen das ab, sagen aber die Kommunen dann wieder gleichzeitig, das könnt ihr nicht machen, weil dann kriegen wir unsere Einnahmesituationen. Die sind auch ein wichtiger Faktor. Deswegen müssen dann die Kommunen an anderen Steuern, auch da wäre ich dafür, Anreize zu schaffen, zum Beispiel an der Lohnsteuer einen höheren Anteil zu haben. Dann wären sie vielleicht auch daran interessiert, mehr Jobs zu schaffen und so weiter, sind sie heute schon. Also so eine Steuerreform, da wäre ich auch nicht nur offen, sondern auch mit dabei. Deswegen möchte ich dem gar nicht widersprechen. Nur meine Erfahrung ist halt, ja, ich bin 2003 begeistert in diese Partei gegangen, weil Friedrich Merz damals auf dem Bierdeckel eine Steuerreform machen wollte. Die gibt es bis heute nicht. Und eine Vereinfachung des Systems gibt es auch nicht. Und da muss ich auch zu den Unternehmern sagen, also die gleichen, die Unternehmer jetzt nicht, aber auch hier die Lobbyverbände, die gleichen Leute, die immer sagen, sonntags, wir brauchen eine einfache Steuerreform, sind dann die, die dann montags kommen und sagen, ja, aber in meinem Fall brauche ich eine Einzelfallgerechtigkeit. Also deswegen habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung, ich bin nicht mehr so blauäugig wie damals und bin nicht mehr so grün in den Uhren. Und deswegen glaube ich, dass dieser Vorschlag gut ist. Die degressive AFA, das kriegt man schnell umgesetzt, aber so eine grundsätzliche Steuerreform, wäre ich bereit, das zu machen, aber dann muss sie wirklich auch kommen. Und jetzt könnten wir fragen, was sagen die Unternehmensvertreter donnerstags? Also heute. Das ist, ich muss da dem Herrn Professor widersprechen, weil es ist schon sinnvoll, eine komplette Unternehmenssteuerreform zu machen und nicht nur einen Anreiz für Investitionen zu schaffen. Wir sind ja alle an Wachstum interessiert. Und wir werden auch nicht so leicht aus der Krise rauskommen, weil aus der Finanzkrise sind wir deswegen so schnell rausgekommen, weil die Chinesen unsere Produkte wie wild gekauft haben. Die sind aber gerade dabei, sind mittlerweile auch hochtechnologischer, deren Produkte. Und die sind gerade dabei, den europäischen Markt damit zu bombardieren. Das heißt, uns bricht der Export weg. Wir haben eh schon einen fast nicht vorhandenen Binnenmarkt. Wir haben ein Riesenproblem, überhaupt unseren Absatz zu finden. Und natürlich wollen wir investieren und das müssen wir auch, weil nur dann können die Unternehmen weiter existieren. Da bin ich ganz bei Ihnen, dass durch die Gewerbesteuer, Körperschaftssteuersenkung, Rechtsformneutralität, diese ganzen Punkte, das ist der richtige Weg. Und eine umfassende Reform, das war Ihr Einstiegssatz, also das heißt, da hätten wir hier schon den Konsens. Was auch verschiedentlich angesprochen ist, das müssen wir mit reinnehmen, weil wir sind nicht allein auf der Welt, das hatten wir tatsächlich auch schon mehrfach festgestellt. Es gibt einen Steuerwettbewerb, der ist nicht wegzureden. Es gibt verschiedene Länder, die sehr viel schneller vorangekommen sind, an der Steuerschraube was zu machen. Die USA ist angesprochen worden, Großbritannien, Frankreich macht es schrittweise, geht uns also sozusagen auch weg. Also wie kommen wir damit eigentlich jetzt klar, wohin wird uns das jetzt bringen? Ans Ende des Zuges, Professor Südekomm, auf absehbare Zeit? Naja, also ich meine, wie gesagt, auch da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt quasi eben nur die nominalen Sätze miteinander vergleicht. Da ist Deutschland, steht bei den höchsten nominalen Sätzen, das stimmt, aber wenn man jetzt internationale Vergleiche betreibt, dann guckt man auch gerne, so tut es die OECD zumindest, auf den Vergleich von Steueraufkommen, ja, von bestimmten Aufkommensarten in Bezug aufs Bruttoinlandsprodukt. Da ist Deutschland dann, was die Körperschaftssteuer und auch andere Steuerarten angeht, ungefähr im OECD-Mittelfeld. Ja. Ich denke, wie gesagt, also nochmal, einen nominalen Steuersatzwettbewerb, den können wir eigentlich nicht wollen, ja, dass Deutschland sich an der Spitze von so einer Bewegung setzt, weil das natürlich am Ende auch zu nichts führt. Nicht? Das führt einfach sozusagen zu einer Ausdörrung und letztendlich von einer Verschiebung von Renten, wie gesagt, zu Unternehmen, wo keinerlei Garantie herrscht, dass die dann eben diese gesunkenen nominalen Sätze auch dafür nutzen, tatsächlich mehr zu investieren. Und ich meine, der Zug, den wir ja haben, ist, und das hat Herr Lindemann ja auch schon angesprochen, letztendlich die internationale Koordination über das BEPS, dass man eben auch schaut, dass eben diese Auswucherungen von Steuerwettbewerb nun gerade nicht stattfinden. Also ich glaube, das ist so der richtige Weg. Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht gegen steuerliche Entlastung. Sie muss effektiv und zielgenau sein. Ja. Man muss aber auch dann ehrlich sein, man kann nicht gleichzeitig eine
steuerliche Entlastung der Unternehmen oder auch bei der Einkommensteuer fordern und gleichzeitig zu einer schnellen Rückkehr zur schwarzen Null. Das schließt sich faktisch aus. Oh, ja, das ist quasi vielleicht theoretisch denkbar, aber praktisch nicht und zu Corona-Zeiten schon gar nicht. Also nur um es mal zu sagen, die Trump'sche Steuerreform, ja, Trump, als er ins Amt gekommen ist, da war das Budgetdefizit der USA bei 3,6%, dann kam Trump, jetzt ist es bei 5% vor Corona und jetzt durch Corona wird es vielleicht auf 15% anwachsen. Ja? Da möchte ich mal wissen, was in Deutschland los wäre, wenn wir hier solche Zahlen hätten. Die Schuldenquote in den USA springt auf 130% jetzt erstmal rauf, war vorher schon bei 100. Da kann man sagen, das ist jetzt sozusagen in der Niedrigzinsphase, die wir ja haben, nicht so schlimm, das stimmt auch. Ja? Aber man kann dann eben nicht sagen, wir wollen eine massive steuerliche Entlastung und gleichzeitig zur schwarzen Null zurückkehren. Das funktioniert nicht. Okay. Was machen wir denn mit der schwarzen Null, Herr Dr. Linnemann, so auf Dauer? Also erstmal nur, um das nochmal klarzustellen, ich bin dafür, das hoffe ich, habe ich auch eben klar gemacht, dass wir bei den Unternehmenssteuern von rund 30 auf 25 kommen. Über den Weg kann man streiten, ob man die Körperschaftssteuer direkt oder über die Gewerbesteuer. Alles gemixt, im Mix dann. So, nee, wir haben in den letzten Jahren ja jedes Jahr zweistellige, zum Teil größere Überschüsse gehabt und haben trotzdem die schwarze Null gehalten. Hing auch mit den niedrigen Zinsen zusammen. Nur die Politik hat andere Prioritäten gesetzt, wo das Geld dann hin soll. Ich finde, es ist immer, das ist ja auch Aufgabe der Politik, dass wir die Prioritäten so setzen, auch die Parteien, das ist ja der Wettbewerb, wo das Geld dann ausgegeben wird. Also wir hatten ja zum Teil Jahre, wo wir 30, 40 Milliarden hatten, wo man mal eine Steuerreform hätte bezahlen können. Wir haben ja auch einiges auch gemacht, zum Beispiel die kalte Progression, auch wenn jeder sagt, das stimmt nicht, aber seit 2016 wird die regelmäßig alle zwei Jahre durch den Progressionsbericht abgeschafft. Also der Steuertarif wird an die Inflation angepasst. Also wir haben schon kleinere Steuerreformen gemacht. Nur wie gesagt, ich finde, wie gesagt, ich komme aus dem Einzelhandel. Meine Eltern hatten lange, über Jahrzehnte Buchhandlung in Paderborn. Also ich weiß, was im Einzelhandel verdient wird. Und die haben wirklich Übertarif bezahlt. Aber trotzdem, es gibt viele Menschen in Deutschland, gerade in dem unteren bis mittleren Bereich, die werden wirklich objektiv gesehen überproportional besteuert. Und wir reden jetzt seit 10, 12 Jahren über diesen Mittelstandsbauch. Ja. Der gehört nicht abgeschafft, das geht nicht, aber abgeflacht. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einem ganz großen Thema in meiner Partei wird. Ja, wie Sie aber natürlich auch schon richtig sagten, es gab bessere Zeiten, um das anzugehen. Wir haben jetzt Rekorddefizite bei den Kommunen, wo der Staat schon gesagt hat, Freunde, wir treten mit dafür ein. Absolut, also deswegen auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, die habe ich jetzt gar nicht beantwortet, auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich habe heute im Deutschen Bundestag, hatten wir ja heute Wirtschaftsdebatte und der Kollege Ecki Rehberg hat gestern gesprochen, dass der haushaltspolitische Sprecher, wir als Union, das ist sehr ambitioniert, das wird man uns wahrscheinlich vorhalten, aber wir haben gesagt, das Ziel muss es sein, ab 2022 wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt. Ich meine, dieses Jahr jetzt, also nächstes Jahr dann 96 Milliarden Kreditaufnahme und danach das Jahr, also 21, 96 so und danach muss das Ziel irgendwo sein, wieder Richtung schwarze Null, weil du musst echt aufpassen, weil du gewöhnst dich auch schnell an Schulden machen. Und diese Zinsen sind einfach Gift, weil sie gar nicht mehr dieses Korrektiv sind, was sie eigentlich immer sind. So. Und deswegen besteht jetzt in der Krise die absolut Gefahr, dass gesagt wird, ja, die Welt macht ja insgesamt Schulden, aber irgendeiner wird mindestens wenig Spielräume haben. Und das sind die nächsten Generationen und da haben wir irgendwie auch eine Verantwortung. Also Bazooka Forever geht nicht, Herr Jüdiger. Also zu den Schulden kann man das kann man so und so sehen, aber bei dem Thema, Sie sind sofort. Ganz kurz, also zu dem Thema kleine Einkommen, ja, also Mittelstandsbauch, da sind wir einer Meinung. Ja, und das ist eine zielgenaue und effektive Steuerreform. Wir haben gerade beim Übergang von Grundsicherung in Beschäftigung, haben wir teilweise Grenzbelastungen, die liegen an die 100%. Es gibt Fälle theoretisch, da liegt es oberhalb von 100%. Also ich verdiene 1 Euro mehr und habe am Ende netto weniger in der Tasche als vorher. Das geht ja gar nicht. Ja, und das ist aber gleichzeitig bei Kleineinkommen, weiß man, wenn man da eine Reform umsetzt, ja, und jemand verdient netto mehr, dieser Euro, den er mehr verdient oder sie, der geht 1:1 wieder raus in den Konsum. Ja, da ist die Sparquote praktisch bei null. Das heißt, das ist insofern eine effektive Steuerreform, dass man weiß, wenn man das macht, dann kurbelt man auch effektiv die Nachfrage an. Also das ist quasi eine Steuerpolitik für eine expansive Steuerpolitik, die Sinn macht. Ja. Das nur geht. Frau Blank, wollte ich kurz. Was mich gerade so ein bisschen gestört hat, ist, wenn ich Ihnen zuhöre und Sie dagegen sind, die Körperschaftssteuer zu senken, dann klingt das so, als wenn Deutschland vorhat, ein Steuerparadies zu werden. Nur weil wir uns dann mal an die Nachbarn angleichen, danke, dann ist das einfach nur ein Angleichen, weil ich als Unternehmer überlege mir schon, warum soll ich denn in Deutschland bleiben
und hier über 30% zahlen, wenn ich bei meinen Nachbarn, wo ich eine halbe Stunde hinfahre, plötzlich nur 21 zahle? Ich muss ja nicht mein Unternehmen hier haben. Ich kann ja auch nach Slowenien, Tschechien, Polen, Niederlande, Frankreich, die grenzen alle an. Also da habe ich ja nicht weit. Ja, wie gesagt, ich bin ja gar nicht gegen eine effektive steuerliche Entlastung von Unternehmen. Ja, Sie wollen Frage ja nur die Forschung fördern. Ja, forschen aber nicht alle Unternehmen. Also der Einzelhandel forscht nicht. Genau, der hat dann überhaupt nichts davon. Ja, es geht davon. Ja auch zum Beispiel über Abschreibungsregeln und andere Formen, wo es eben darum geht, dass die steuerliche Entlastung dann kommt, wenn eben tatsächlich mehr investiert wird. Was stört Sie denn daran, die Körperschaftssteuer zu senken? Ja, klar, ich meine, ich hätte auch gern die Steuern für alle möglichen Leute gesenkt. Ja? Das geht aber nun mal nicht, wenn der Staat gewisse Einnahmen nun mal erzielen muss. Ja, das macht man ja dann über die Abflachung der Lohnsteuer. Über die Abflachung der Lohnsteuer, das trifft ja dann jeden. Gut, aber dann, wenn Sie das sagen, dann müssen Sie natürlich auch konsequent dann sagen, da müssen wir eben die Staatsausgaben, die ja nun mal nötig sind, müssen wir dann eben anders finanzieren, wenn wir alle Steuern. Nein, die Staatsausgaben müssten vielleicht generell mal überdacht werden, ob wir so viele Staatsausgaben brauchen oder ob wir nicht mal bei der einen oder anderen Stelle mal den Rotstift ansetzen. Sie wollen also die Steuern für Unternehmen senken und gleichzeitig Kürzungen bei den Staatsausgaben durchführen. Dann müssen Sie es ordentlich sagen. Also ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig ist und ich glaube auch nicht, dass das vernünftig ist. Natürlich ist das vernünftig. Wenn man die Lohnsteuer, diesen Steuerbau senkt, da ist es nämlich genau der Effekt, dass der kleine Mann, der dann vorher weniger rausbekommt, der bekommt dann mehr netto raus. Das ist die Steuersenkung bei der Lohnsteuer und dann aber auch bei den Unternehmen. Wie sollen wir denn investieren, wenn wir so eine hohe Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlen? Also vielleicht mal ein Blick in die USA, die Trumpsche Steuerreform. Ja, also die Körperschaftssteuer, die hat dazu geführt, Senkung, dass hier Unternehmen, Unternehmen zugemacht, sind zurück nach Amerika. Die Trumpsche Senkung von 35% auf 21% hat dazu geführt, dass das Körperschaftssteueraufkommen in den USA von 290 Milliarden jährlich auf 160 gesunken ist. Also ein Steuerausfall von 130 Milliarden. Und ich habe ja schon gesagt, wie die Budgetzahlen sich entwickelt haben in der Zeit von Trump vor Corona, von 3,5 auf 5% Budgetdefizit. Ja. Das heißt, da hat man gesehen, da ist eine nicht zielgenaue Steuersatzsenkung. Ja, und bei den Investitionen, den realen Investitionen, ist nichts passiert, bei Jobschaffung ist nichts passiert dadurch. Das ist also ein schönes Beispiel, wie man eine Steuerreform nicht machen sollte. Das ist sozusagen ein reines Geschenk, weil die Steuersenkungen genutzt wurden, um die Dividenden zu erhöhen oder eigene Aktien zurückzukaufen. Das lag aber bei der Steuer. Moment, wenn wir schon über Trumps Steuerreform reden, da waren noch ganz viele andere Punkte drin. Deswegen ist die so groß geworden. Das war nicht nur die Körperschaftssteuer, die da gesenkt wurde. Der hat ganz, ganz viele andere. Was ist der zum Beispiel? Zum Beispiel, das habe ich ja gerade schon gesagt, es haben hier Produktionsstätten zugemacht, sind zurück nach Amerika, weil es für die Unternehmen eine extreme Steuerentlastung Entlastung gab, wenn sie in Amerika produziert haben und dann die Produkte nach Europa exportiert haben. Also haben sie hier die Produktionsstandorte zugemacht und haben die komplett nach Amerika verlagert. Also, das sehe ich nicht. Also da sprechen die Zahlen leider eine etwas andere Sprache. Aber das ist, aber das ist auch ein Teil seiner Steuerreform gewesen. Warum? Diese Senkung, also diese Einnahmesenkung so groß geworden ist. Ja. Wir stellen fest, dass wir in diesem Punkt nicht zusammenkommen. Das ist aber durchaus auch etwas, was man mal akzeptieren kann. Um das Thema noch ein bisschen zu weiten, weil es bei Ihnen zum Teil auch in den Statements vor dieser Debatte auch drin war, was wir in Deutschland, und Herr Dr. Lindemann, Sie hatten es ja auch angesprochen, lass uns auch mal ein bisschen ein paar Dinge denken, die man gerne mal beiseite tut, aber wo wir auf jeden Fall auch schauen müssen, dass wir dranbleiben. Also die Frage, auch wenn ein Unternehmen an den Start geht, hat es ja in Deutschland durchaus einige Schwierigkeiten. Stichwort Bürokratie, Überbürokratisierung, die Frage von fehlender Digitalisierung, fehlendem Angehen. Also an welchen Schrauben, ich glaube, Frau Blank, Sie hatten es auch im Vorfeld angesprochen, an welchen Schrauben können wir da denn glaubwürdig drehen, damit wir es auch denen, die eventuell mit dem Gedanken spielen, zu uns zu kommen, auch möglichst leicht machen? Boah, dann können wir jetzt eine Stunde. Vielleicht 5 Minuten. Ich hab meine Meinung geändert. Ich bin der Meinung, so wie der Ressortzuschnitt im Moment ist, werden wir die Punkte, die Sie gerade skizziert haben, nicht erfolgreich angehen. Ich glaube, dass das Thema Breitband, das Thema Mobilfunk, um mal bei der Digitalisierungsinfrastruktur zu bleiben, im Verkehrsministerium nicht richtig aufgehoben ist. Ich bin der Meinung, wir brauchen ein Innovationsministerium,
wo Bildung drin ist, Forschung drin ist, Innovation und Digitalisierung. Da habe ich einfach meine Meinung geändert in den letzten Jahren. Für mich war immer, ist es auch Digitalisierung ein Querschnittsthema? Das ist es, aber trotzdem müssen wir bei den Fokusthemen, bei den Infrastrukturthemen wirklich PS auf die Straße bringen. Wir machen jetzt viel, wir haben jetzt eine Infrastrukturgesellschaft gegründet und vieles mehr. Aber ich glaube, das sage ich für mich, da habe ich falsch gelegen und ich werde mich jetzt im Lichte des Rahmens des Wahlkampfprogramms der Union für meine Partei, ich kann ja nur für meine Partei sprechen, dafür einsetzen, dass wir so ein Innovationsministerium bekommen mit Bildung, Forschung, Digitalisierung, Innovation, dass wir wirklich in diesen Bereichen wirklich mal vorangehen. Mhm. Weil wirklich, Frau Ahlandt, ich bin echt in den Bundestag gekommen und wollte, weiß ich nicht, eine einfache Steuerreform, ich wollte Bildungsstandards auf die Bundesebene hieven, vielleicht das ein oder andere Bundesland zusammenlegen, weil ich gedacht habe, Mensch, dadurch kriegt man vielleicht Agglomerationseffekte oder wie soll ich es nennen, Synergieeffekte. Und dann war ich im Deutschen Bundestag und habe gemerkt, die Bretter sind doch extrem dick. Und deshalb glaube ich, denke ich heute auch von Punkt zu Punkt und man muss sich auch auf Punkte konzentrieren. Und ich glaube, wenn wir so ein Ministerium schaffen in der nächsten Legislaturperiode, ich glaube, dann kriegen wir nochmal einen neuen Schub. Und dann den zweiten Fehler, den ich gemacht habe, dann bin ich auch fertig. Ich habe im Bundestag immer versucht, eine Regelung für ganz Deutschland umzusetzen. Zum Beispiel die Flexi-Rente. Dass wir sagen, wenn jemand freiwillig länger arbeitet, kriegt er auch mehr Rente. Für die Umsetzung habe ich, glaube ich, 4 Jahre gebraucht. Das war ein Satz im Gesetz. Da gab es so viele Sitzungen da mit der SPD. Meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber da habe ich so viele Brötchen dann immer gegessen. Wundere mich, warum ich noch so einigermaßen schlank bin. Mhm. Aber das ist nicht so Sinn der Dinge. Und deswegen bin ich jetzt der Meinung, man muss viel mehr experimentieren in bestimmten Regionen, in bestimmten Bereichen für eine gewisse Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und wenn das dann funktioniert, dann rollen wir es aus. Also wenn wir sagen, für 2 Jahre wollen wir jetzt mal Start-ups entlasten, auf ein Mindestmaß zurückfahren in bestimmten Bereichen, dann probieren wir das da aus und wenn es funktioniert, rollen wir es für den gesamten Mittelstand aus. Das sind mal so 2 Ansätze, die ich vielleicht umsetzen würde, um mehr PS in den Bereichen auf die Straße zu bringen, die Sie angesprochen haben. Mhm. Professor Südekomm, internationale Volkswirtschaftslehre, ne? Ihr Fokus. Ne? Wenn ein Unternehmer jetzt denkt, also Deutschland als Standort, ja nicht schlecht und sagen wir mal, das mit den Steuern kriegen wir geregelt, aber die Grundbedingungen, ne? Also nicht jeder bekommt, wie Herr Musk von Tesla, so einen Teppich ausgerollt. Warum nicht? Was machen wir falsch? Ja, ich meine, in den vergangenen 20, 30 Jahren haben sich erhebliche Infrastrukturmängel natürlich in Deutschland etabliert. Also die Beispiele kennen wir alle, Mobilfunk, Breitband, Bahn und so weiter. Und da gibt es eine Reihe von Gründen für, die wir jetzt gar nicht im Detail besprechen müssen. Aber da haben wir, glaube ich, die Chance jetzt. Ich meine, jetzt war ja Teil des Konjunkturpakets auch das Zukunftspaket von den 130 Milliarden, sind 50 Milliarden für Zukunftsinvestitionen und Infrastrukturinvestitionen ja vorgesehen. Und die Diskussion in den letzten 5 bis 10 Jahren war ja immer, ja, wir wollen ja investieren, aber wir können nicht, ja, weil wir finden keine Handwerker, die Kapazitäten sind ausgelastet und so weiter. Da haben wir jetzt die Chance, ja, weil auch im Bausektor wird sozusagen die Kapazitätsauslastung ein bisschen sinken. Mhm. Da ist also die Chance, dass man jetzt auch über die öffentlichen Investitionen, die vorgesehen sind, dass man dieses Vakuum füllt. Ja? Das heißt also, einige Investitionsbremsen haben sich jetzt ein bisschen gelockert. Nicht alle, es ist immer noch natürlich das Problem, wenn überall, wo ein Windrad aufgebaut wird, sich erstmal eine Bürgerinitiative gründet, die genau das verhindern will, dann kommen wir natürlich auch nicht weiter. Also es sind auch juristische Schritte, also Vereinfachung von Klagewegen und so weiter, wichtig, um eben solche Investitionsprojekte auf die Straße zu bringen. Und wichtig ist mir, das muss langfristig finanziert sein. Also um das zu schaffen, da reicht jetzt nicht irgendwie 1-2 Jahre Konjunkturpaket, ja, und dann ist wieder Schluss, sondern gerade diese Infrastrukturinvestitionen, die ja nun wirklich für die Zukunft sind, da ist vor allem Stetigkeit in der Finanzierung Trumpf. Ja? Weil leider, gerade auf kommunaler Ebene, ist das immer so ein bisschen die Residualkategorie. Ja? Also wenn Geld da ist, dann wird irgendwie versucht, eine Schule zu sanieren. Mhm. Und wenn kein Geld da ist, dann fängt man immer sofort als erstes an, da zu kürzen und Investment, zu sparen. Dann Baustelle. Ja, und irgendwie so ein On-Off, ja? Dann findet man natürlich auch keine Handwerker, weil die sich nicht darauf verlassen können, dass stetig sozusagen da investiert wird. Also ich glaube, das wäre wichtig, dass wir eben jetzt auch die Corona-Krise nutzen und das Paket, ja, dass wir da eine Stetigkeit reinkriegen bei den Investitionen. Und ich meine, es gibt die ganzen Umfragen von meinem Kollegen Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der die Unternehmen fragt, die ja auch sagen, also die schlechte Infrastruktur, gerade im digitalen und im Verkehrsbereich, ist auch
eine Bremse für private Investitionen. Ja? Mhm. Weil warum soll ich irgendwo einen Betrieb aufbringen, wenn ich noch nicht mal Internet habe? Ja. Ja, dann dabei. Also insofern, da haben wir jetzt die Chance, glaube ich, dass man da ein paar Fehler der Vergangenheit vielleicht auch korrigiert. Deutschland ein Investitionsentwicklungsland. Wenn wir in einer Schlussrunde jetzt sagen, in der besten aller Welten könnten wir, also Sie drei, ich ja nicht, ich nehme es nur zu Protokoll, aber Sie drei jetzt eine Unternehmenssteuerreform konzipieren und jeder hätte sozusagen zwei Punkte, die er benennen würde. Man müsste natürlich mit Frau Blank beginnen und fragen, ob es noch Spaß macht, in Deutschland Unternehmer zu sein. Das könnte sie wahrscheinlich nur mit einem Jein beantworten, aber sie könnte sagen, was besser werden muss. Also keine Substanzsteuern. Diese gesamte Debatte der Vermögenssteuer wäre gerade zum jetzigen Zeitpunkt für die meisten Unternehmen, weil ja nun mal in Deutschland die meisten Unternehmen Familienunternehmen sind, stehen da Privatpersonen hinter, egal ob die jetzt eine GmbH oder eine KG haben. Das heißt, die Vermögenssteuer wird am Ende die Unternehmen treffen und die meisten werden die nicht bezahlen können. Also da haben wir also keine Substanzsteuern und eine Rechtsformneutralität. Okay. Professor Südekomm, was wäre für Sie drin? Sie sind jetzt am Drücker. Also ich meine, meine erste Priorität wäre das, was wir vorhin schon gesprochen haben, also eine effektive Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, um genau diese Perversionen im unteren Bereich der Einkommensverteilung eben wirklich zu korrigieren. Mhm. Die Verstetigung bei den Investitionen, habe ich schon gesagt, ist meine zweite Priorität. Und im Bereich der Unternehmensbesteuerung, wie gesagt, würde ich darauf setzen, eine effektive Entlastung zu machen mit zielgenauen Instrumenten, die auch was bringen. Okay. Und Herr Dr. Lindemann, Sie müssten jetzt noch sagen, was Sie mit welchem Koalitionspartner, wenn Sie denn am Drücker dann sind, umsetzen können. Also mit der FDP als Koalitionspartner werden wir dann, ich stehe dazu. Also ich glaube, dass marktwirtschaftliche Reformen am besten mit der FDP funktionieren. Ich meine, wir sind hier in der Landesvertretung NRW, da kann man das auch unter Beweis sogar sagen. Mhm. Bei der Unternehmenssteuerreform auf 25% von 30. Über den Weg können wir uns unterhalten, entweder die Gewerbesteuer über direkt die Körperschaftssteuer. Und auf der anderen Seite die Rechtsformneutralität. Das sind für mich zwei Big Points, die in zwei Programmen meiner Partei müssen. Okay, ich sage erstmal vielen Dank an die Runde. Frau Blank, Herr Dr. Lindemann, Professor Südekomm, meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen versprochen, dass wenn Sie den Wunsch haben, Widerspruch zu äußern oder auch Fragen oder Anmerkungen, dass das jetzt der Zeitpunkt wäre, nicht fürs Co-Referat, aber sozusagen, wenn Sie den Eindruck haben, wir haben ja auch was Entscheidendes ausgelassen. Ich hoffe, wir haben Sie nicht so ermüdet, dass ich keine Hand jetzt sehe. Aber ich glaube, ermüdend war es nicht. Dann würde ich Sie als Ersten bitten, es gibt, meine ich, ein Mikrofon. Dort wäre Ihnen das möglich, sich ganz kurz zu identifizieren und vielleicht auch zu sagen, an wen die Frage geht. Dankeschön. Vielen Dank. Rainer Kambeck, Deutscher Industrie- und Handelskammertag in Berlin. Ich habe ein Stichwort vermisst in der Debatte, nämlich das der Verlustverrechnung. Verluste sind natürlich gerade in der aktuellen Zeit ein ganz großes Thema für die Unternehmen. Und ich würde gerne, glaube ich, auch im Sinne von Frau Blank nochmal fragen, wie Sie das einschätzen, was sich bei diesem Thema in dieser Legislaturperiode jetzt noch tun könnte. Es hat sich ja einiges getan. Kein Co-Referat will ich nicht, aber es sind einige Dinge verbessert worden. Aber wir haben jetzt immer noch nur die Möglichkeit, die Unternehmen, die Verluste, die jetzt entstehen, ein Jahr zurück zu verrechnen mit den Gewinnen, die gezahlt wurden im Vorjahr. Und dann gibt es eine Deckelung, zwar angehoben auf 5 Millionen Euro. Im Sinne von Frau Blank würde ich auch da nochmal in die USA schauen. Wenn man das vergleicht, die USA, die gehen 5 Jahre zurück bei der Verlustverrechnung und haben kein Limit in der Anrechnung. Also da haben wir, glaube ich, noch einen ganz großen Spielraum. Das würde die Unternehmen jetzt effektiv entlasten. Das würde Liquidität bringen für die Betriebe und würde deren Eigenkapital stärken. Deshalb würde mich nochmal die Meinung interessieren, ob man bei dem Thema nicht nochmal, das ist keine Tarif-, keine Satzdiskussion, nochmal voranzukommen. Ja. Danke. Also was kann Politik hier tun und was sieht die Wissenschaft für Spielräume dafür? Weil Frau Blank ist auf Ihrer Seite. Okay. Also das Thema ist für mich wirklich ein Kriseninstrument, Herr Kambeck, im Lichte dieser Corona-Krise. Ein Jahr ist zu wenig. Wir wollten im Koalitionsausschuss mehr. Wir wollten 3 Jahre, vielleicht auch 5, fände ich auch gut. Am Ende des Tages kostet es faktisch am langen Ende dem Staat auch nichts, weil es ja miteinander verrechnet wird.
Aber es war, meine ich jetzt auch objektiv, mit Herrn Scholz einfach nicht zu machen. Die SPD sieht diesen Punkt anders. Dafür sehen wir wiederum Punkte anders. Ich will jetzt gar nicht hier Schwarze-Peter-Spiel machen, weil die SPD hier nicht sitzt. Das wäre auch unfair. Aber ich glaube sogar, zuspitzen zu können und zu sagen, das ist eigentlich das aller wichtigste Instrument, wenn wir uns jetzt in einen Raum begeben und würden überlegen, wie können wir Veranstaltern, Hotels und anderen helfen, auch Maschinenbau und anderen, die Lieferkettenprobleme haben oder wer auch immer, da ist das von der Priorität her, würde ich den Verlustrücktrag, ja, dass die Verluste von heute mit den Gewinnen von damals besser verrechnet werden, in den letzten 3, 4, 5 Jahren, das wichtigste Instrument, und darauf würde ich mich auch fokussieren. Wir bleiben da dran. Ja. Okay. Also wir haben am 12. März mit einer Gruppe von Ökonomen in der Bundespressekonferenz ein kleines Papier vorgelegt, auf das sich später sowohl Herr Altmaier als auch Herr Scholz auch explizit bezogen haben. Und wenn Sie das Papier nochmal anschauen, da steht quasi Verlustrücktrag als das entscheidende Kriseninstrument. Absolut. Also insofern stimme ich dazu. Und ich denke auch, da sollte man eben diese Deckelung mit 5 Millionen, da sollte man drüber nachdenken. Ja. Klar, ich meine, wir sehen, muss man auch sagen, jetzt haben wir ja als Teil des Wumms-Pakets eben diese Überbrückungshilfen, die nicht abfließen, weil natürlich da die Schwellen sehr, sehr hoch angesetzt sind, klar. Das Problem hätte man jetzt beim Verlustrücktrag ja in der Form so nicht. Deswegen glaube ich auch, es ist eigentlich das bessere Instrument. Und ich denke, auch da könnte und sollte man noch mehr tun. Weitere Luft zum Atmen. Vielen Dank. Danke für Ihre Frage. Würden Sie bitte auch das Mikrofon aufsuchen? Dann haben wir das auch für alle, die uns im Internet verfolgen. Ich hoffe. Ja, Sebastian Schäfer, Finanzministerium Baden-Württemberg. Ich frage explizit Herrn Linnemann. Oderquote 0,7%. Oderquote 0,7%. Verteidigungsausgaben 2%. Baukindergeld. Rente mit 63, Mütterrente, hat die Große Koalition alles beschlossen. Jetzt erzählen Sie hier, Sie wollen die Steuern relevant senken, die Einkommensteuern, die Unternehmenssteuern und wollen die schwarze Null. Wie funktioniert das? Sie haben gesagt, das ist ambitioniert, aber ist das nicht Voodoo-Ökonomie? Nein, ich finde schon, dass wir im sozialen Bereich, in der Breite, finde ich, in den letzten 10 Jahren zu viel Geld ausgegeben haben. Ich finde, der Staat muss sich im sozialen Bereich darauf konzentrieren, dass wir den Lebensstandard der Menschen absichern, und darüber hinaus wird es meines Erachtens schwierig. Und ich finde schon, dass wir auch im Bereich der Sozialversicherung viel zu viel ausgegeben haben. Die Mütterrente habe ich persönlich so nicht unterstützt, das Baukindergeld auch nicht. Ich glaube nicht, dass das Baukindergeld dazu geführt hat, dass deshalb Familien gebaut haben, sondern es war ein reiner Mitnahmeeffekt. Und ich habe da halt eine andere Meinung in dieser Frage als meine Partei gehabt. Also das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht. Das Baukindergeld sind auch ein paar Milliarden Euro. Und deswegen glaube ich schon, wenn wir uns hinsetzen würden, würden wir viele Punkte sehen, wo ich halt andere Prioritäten setzen würde, als vielleicht meine Partei auch in den letzten paar Jahren. Das ist so. Deswegen ist die Frage völlig berechtigt, auch die Kritik. Und ich würde sie einfach so beantworten, dass ich sage, dass ich in Zukunft schon im sozialen Bereich irgendwo mal sage, jetzt ist auch gut, weil da auch viel, auch bei der zweiten Mütterrente, die zum Teil auch über Beiträge finanziert wurde, dadurch sind die Renten gesunken oder das Rentenniveau zumindest auch perspektivisch, weil wir bei der Rente, um jetzt mal wirklich mal ein Beispiel zu nehmen, in den letzten Jahren sehr viele beitragsrelevante Mittel, die eigentlich über Steuern hätten finanziert werden müssen, weil es steuerfinanzierte Sachen sind. Bei der Mütterrente hat ja nie jemand eingezahlt, trotzdem wurden Beitragsmittel genommen. Und so habe ich einfach solche Systeme verwässert. Und da bin ich auch bereit für eine offene Debatte, wie man das da macht. Aber ich würde zum Beispiel in diesem sozialen Bereich anfangen, ohne irgendwas in Frage zu stellen, ohne Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, ohne die Lebenshaltungskosten etc. Aber ich glaube, dass wir da einfach in den letzten 10 Jahren zu viel ausgegeben haben. Sie haben 2, 3 Beispiele gebracht, die ich nicht gemacht hätte. Dafür hätte ich entlastet, gerade dort unten. Und diese Debatte werden wir im nächsten Wahlkampf führen. Darf ich dazu was ergänzen? Gerne. Ich stimme Ihnen da komplett zu. Ich weiß das von meinen eigenen Mitarbeitern. Wenn die sich dann ausrechnen, wie viel Hartz IV sie bekommen würden, dann fragen die sich schon, warum soll ich um 7.30 Uhr auf der Matte stehen, wenn ich nur 100 Euro mehr bekomme als jemand, der zu Hause sitzt und dann möglicherweise noch schwarz arbeitet, sich noch einen Tausender extra einsteckt. Mhm.
Richtig. Also das ist auch so ein bisschen dieses Problem, Arbeit muss sich wieder lohnen und es muss auch die arbeiten gehen, müssen einfach auch besser gestellt sein als jemand, der es nicht macht. Danke für die Ergänzung. Ich meine, ich hätte noch eine weitere Hand gesehen. Würden Sie auch bitte den Weg kurz? Es geht einfach um die Aufzeichnung Ihrer Stimme, weil der Raum nicht so weit trägt. Danke. Mein Name ist Olaf Lehne, ich bin Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen und ich möchte allen dreien eine Frage stellen, wie Sie denn Veränderungen wie bewirken würden in folgendem Bereich. Wir verschenken enorme Ressourcen in Deutschland dadurch, dass wir im Endeffekt einen Streit mit der Umweltpolitik auf der einen Seite haben und, ich sag mal, Verhinderungsbehörden geschaffen haben, die bei Genehmigungsverfahren, bei egal welchem, was du gerade machen willst als kleiner Mittelständler oder großer, dich in erster Linie behindern und nicht begleiten. Wir haben eine Vielzahl von Gesetzen und Regelungen auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene, die die Situation nicht unbedingt erleichtern. Also um als einfach zu sagen, Staat ist doch eigentlich Dienstleister des Bürgers und da behindert er. Jürgen Rüttgers hat mal einen Anfang gemacht, indem er in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, wir schaffen Verfallzeiten für Gesetze an und überprüfen sie nach einer gewissen Zeit. Das war für mich ein Anlass, wo ich gesagt habe, komm, gute Sache. Aber das ist ja so gewaltig geworden, dass wir eine Unmengen an Behörden haben, die Genehmigungsverfahren verlangsamen, die es uns nicht ermöglichen, aus der Wirtschaft heraus tatsächlich Investitionen schnell und leichter zu tätigen, die im Umland teilweise auch viel, viel besser gehen und auch dementsprechend besser subventioniert werden. Das ist so ein Thema, was Sie teilweise eben auch angesprochen haben, aber wo Sie vielleicht noch etwas zu sagen können. Danke. Wollen wir einen kurzen Satz jeder bringen? Ja. Klar, ich meine, wer ist für unsinnige Regelungen? Also wenn eine Regelung unsinnig ist und keinen Sinn macht, dann sollte sie weg. Das ist ja völlig selbstverständlich. Ja. Es ist halt bei diesen Regulierungen immer so, ich meine, irgendwo muss sie hergekommen sein und irgendwer hat sich irgendwas dabei gedacht. Ja. Und in der Allgemeinheit, wie Sie es jetzt formuliert haben, fällt es mir schwer, jetzt da sozusagen auch so ganz allgemein darauf zu antworten. Ja, aber also ich glaube jetzt, was ich sagen sollte, ich habe ja schon über die Investitionen geredet, sowohl des Privatsektors als auch der öffentlichen Hand. Ja. Und ich glaube, es braucht irgendwo beides. Ja. Also man braucht natürlich diese Strukturreform und Vereinfachung und es braucht die stetige langfristige Finanzierung. Ja. Man sollte da nicht entweder Ober machen, sondern eben beide Aspekte. Und wo es geht, ich bin jetzt kein Jurist, ja, diese ganzen juristischen Hürden sind mir natürlich irgendwo auch ein Dorn im Auge. Aber wir müssten jetzt wahrscheinlich genauer jetzt irgendwie gucken, was Sie konkret meinen und was dann die Gründe sind für Regulierung A und Regulierung B. Ich kann Ihnen gerne ein Beispiel geben. Es gibt ein ganz schönes Beispiel aus der Bauverordnung. Bis jetzt sollte die Dämmplatte 3 cm dick sein. Man brauchte 2 Handwerker, um die anzubringen. Nach der neuen Verordnung soll sie 4 cm dick sein, weil sie dann noch besser dämmt. Das mag ja alles ganz toll klingen. Problem ist, mit dem 1 cm mehr braucht man 4 Handwerker, um die gleiche Platte zu transportieren. Daraufhin steigen die Baukosten. Sie müssen bei einem Neubau mittlerweile 6 € nehmen, nur für den Bau. Da reden wir von 6 € Miete pro Quadratmeter. Da haben wir noch kein Grundstück gekauft. Das ist vollkommen egal, ob Sie das Haus dann in Ochtrup bauen oder in der Düsseldorfer Innenstadt. Da kommt noch der Grundstückspreis drauf, dann finanziert man das ja meistens über irgendeinen Kredit, dann will man auch noch selber was verdienen. Also wir reden dann auch immer über steigende Mieten. Ja, das sind so lustige Späße. Da hat sich auch irgendjemand was bei gedacht, warum die jetzt 1 cm dicker sein soll, aber hat nicht bedacht, dass die Platte dadurch so schwer wird. Okay. Dr. Lindemann, wie kann der Staat weniger als Verhinderer auftreten? Ja, vielleicht ein Aspekt, der noch nicht angesprochen wurde, ist natürlich, auch wenn sich das wenn ich jetzt Eulen nach Athen trage, ganz klar die Digitalisierung der Verwaltung, damit es schneller geht, ganz klar. Also ich glaube, Kassel war es, die haben das Bauamt dann ins Homeoffice verlegt und die Infrastruktur war nicht da und da gab es dann keine Baugenehmigung. Die Unternehmer mussten alle warten. So, und ich hoffe, dass wir... Okay. Einfach, das ist meine Hoffnung, dass wir die richtigen Lehren jetzt aus dieser Krise ziehen. Und ein bisschen vorangehen. Ja. Was mir bei Ihrer Frage eingefallen ist, es gab mal eine Staatsministerin im Kanzleramt, Hildegard Müller, die mal beauftragt war, Bürokratie abzubauen. Sie ist jetzt Präsidentin des Automobilverbandes. Bürokratie haben wir immer noch. Oder Edmund Stoiber. Edmund Stoiber. Den gibt es auch noch. Brüssel, der musste auch Bürokratie abbauen.
Wir hätten Zeit für eine letzte Frage, wenn Sie mögen, sonst bringe ich die Schlussfrage. Ich sehe keine Hand. Wann bekommen wir diese Unternehmenssteuerreform? Einfach nur eine Jahreszahl, Professor Südekomm. Welche meinen Sie jetzt konkret? die möglichst umfassend ist und nachhaltig, so wie Sie sie gefordert haben. Also so wie ich sie gefordert habe? Ja, je nachdem, was im September 2021 rauskommt, vielleicht 2022, wer weiß. Okay, ich habe leider schnell. Keine Glaskugel. Das wäre schnell, dann rechnen Sie nicht mit 500 Tagen Regierungsbildung wie in Belgien. Schön. Ja gut, ich hätte sie natürlich am liebsten schon morgen, gut. Aber realistisch ist wahrscheinlich wirklich nach der Bundestagswahl. Also erstmal muss man schauen, also welche Konstellation es nächstes Jahr gibt. Also bis zur Bundestagswahl wird nichts mehr passieren, ist meine Prognose. Mhm. Und sollte meine Partei in die Regierung kommen, wird das Thema sein in den Koalitionsverhandlungen. Und dann vermutlich leider erst zum 01.01.2023. Lutz Liedenkemper nickt, schneller geht das nicht, die ganzen Prozesse, der Koalitionsvertrag und so weiter. Und das ist ja auch nichts Triviales, also 01.01.2023. Okay, dann nehmen wir Sie beim Wort an dieser Stelle. Herr Dr. Linnemann, Frau Blank, Professor Südekomm, vielen Dank für das Podium hier oben, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie uns gefolgt sind. Ich gebe Ihnen noch einen mit auf dem Weg, wenn Sie mögen, von jemandem, der unverdächtig ist, hier irgendetwas noch zu wollen oder werden zu wollen. Jede neue Steuer, hat er mal gesagt, hat etwas erstaunlich Ungemütliches für denjenigen, der sie zahlen oder auch nur auslegen soll. Otto von Bismarck, und der wusste, wovon er spricht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir eine Ehre. Eine gute Gesundheit Ihnen. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.